Wir alle kämpfen momentan mit oder eben gegen Corona. Da bräuchte mein Sportskampf ein bisschen mehr als andere. Lustigerweise gerade die, die sich eigentlich mit Kämpfen auskennen sollten, die sind ziemlich wehrlos momentan. Corona trifft die ganze E-Sports-Industrie auf dem einen Weg oder auf dem anderen. Es gibt die Events, die abgesagt werden, und es gibt die Events, die unter strengen Auflagen und einem grossen, starken Sicherheitskonzept doch noch durchgeführt werden können. Da hatten wir eben gerade zum Beispiel den International im Dota 2, der verschoben worden ist, noch nicht ganz abgesagt. Und dann auf der anderen Seite die League of Legends Worlds, die aber durchgeführt worden sind, auch wenn mit sehr strengen Auflagen. Aber im Endeffekt war es trotzdem fast wie normal, einfach ohne Publikum. Während Shooter- und MOBA-Spieler können zurückgreifen auf die bereits etablierten und guten Online-Modi, gibt es eine Community, die momentan wirklich ins Leere schaut. Fighting Game Community. Spiele wie Super Smash Bros., Street Fighter oder Tekken sind unglaublich dominant unterwegs, wenn es um Offline-Events geht. Sind wir ehrlich, eigentlich sollten alle neidisch sein auf das Angebot, das die Fighting Game Community normalerweise hat, wie oft die sich offline können treffen können. Und es braucht ja auch nicht viel für ein gutes Fighting Game Turnier. Du brauchst einen Fernseher mit einer Konsole und ein paar Stühle. Controller bringen die Leute selber mit, weil die haben die, die ihnen am besten passen. Corona hat allerdings ein bisschen Mindtricks gespielt mit unseren Fighting Games Athleten, weil inzwischen bringen sie alles ein bisschen durcheinander. Beim nächsten Event bringen sie sehr wahrscheinlich schon den Stuhl mit eingebautem Controller mit. Also mit zum Schleppen. Hashtag Fighting Chair Community. Bis im Frühling hat ein kleines Turnier für Fighting Game Spieler schon fast zum Wochenplan gehört. Da haben wir zum Beispiel die Hardread Weeklies im E-Paradise oder irgendein sonstiges Smash-Turnier, das in der Schweiz irgendwo organisiert wurde oder auch im möglichen Ausland, wo man anreisen konnte. Auf einen Schlag ist das allerdings alles weg. Während die anderen Spieler dann auf Online-Modi ausgewichen sind, haben sich die verschiedenen Smash-Communities und Fighting-Communities noch versucht, irgendwie auf Biegen und Brechen ihre Events durchzuführen, bis es einfach wegen Gesundheitsrisiko nicht mehr wirklich tragbar war. Aber wieso haben die Games denn so Probleme, auf einen Online-Modus umzuwechseln? Das liegt tatsächlich irgendwo in der Natur von diesem Genre. Allerdings auch beim zum Teil sehr schlechten Online-Game-Support, wo die Spiele mit sich bringen. Gerade Super Smash Bros. Ist ein gutes Beispiel mit einem grottigen Online-Modus. So schlimm ist es dann natürlich doch nicht immer. Aber auch wenn die Verbindung einigermaßen stabil ist, hat es immer noch einen Input-Lag oder eine Verzögerung, die bei diesen Games einfach nicht akzeptabel ist. Wenn du übrigens noch ein bisschen mehr zu diesem Thema möchtest erfahren, wir haben einen Artikel auf esports.ch, wo das Ganze ein bisschen ausführlicher beschreibt, findest du den Link in der Videobeschreibung. Und hey, wenn du schon dort bist, folg uns doch auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter. Würde uns freuen. Und noch ein Like da und ein Abo. So viel, was ich verlange, aber es würde uns mega viel helfen. Ja, und zurück zu Fighting Games, dort liegt dann halt auch ein bisschen der Hund begraben. Dass es so viele verschiedene Games gibt in der Fighting Games Community und darum auch so viele verschiedene Netcodes rumschwirren, dass du einfach keine einheitliche Lösung hast oder auch wirklich kannst sagen, dass das Spiel online funktioniert. Seit dem März sind fast alle Turniere abgesagt worden und auch die grosse Fighting Sause Evo, wo sich eigentlich alle jedes Jahr darauf freuen, ist ins Wasser gefallen. Allerdings nicht wegen fehlenden Online-Support, das haben sie zuerst machen, sondern weil einer der Co-Founder vorwerflich ein Grüsel ist und sich durch das dann ganz viele Games von diesem Event zurückgezogen haben für das Jahr. Die sind jetzt am Wiederaufbauen. Aber das ist eine Story für einen anderen Tag. Also zurück von der internationalen Bühne in die Schweiz. Unsere Fighting Game Community kämpft.
ziemlich stark mit dem Coronavirus. Die Jungs von Hardwit, die ich vorhin angesprochen habe, die organisieren momentan kein Turnier. Die Smash Community, die ziemlich aktiv und gross ist in der Schweiz, die haben auch nicht wirklich etwas zu tun momentan. Es gibt selten wohl wieder ein Turnier, allerdings unter strengsten Auflagen, und dort fehlt halt einfach auch ein bisschen Spirit, was es normalerweise hat. Und der Spirit, das ist gerade das, was uns zum Beispiel auch der Carpador 64, ein Smash-Spieler von der Schweiz, bestätigt hat. Das ist das, was einfach auch ein bisschen am Drive von den anderen Smash-Spielern in der Schweiz nagt. Und dort fehlt auch Motivation. Sie versuchen ihr Bestes und trainieren auch via Discord mit ein bisschen Online-Matches, auch mit europäischen Spielern, um hier auch up-to-date zu bleiben und nicht total zu verrosten. Aber es ist halt nicht das Gleiche. Folglich dann auch die Aussage von Carpador 64, er hofft, dass sich die Schweizer Bevölkerung ein bisschen zusammenreisst und sich alle bald wieder mal offline treffen können. Neben Super Smash Bros. Hat es auch im anderen grossen Fighting-Spiel von der Schweiz, in Tekken, ein bisschen Problem momentan. Es gibt zwar Leute wie der Kira Kira, die international gut unterwegs sind, eigentlich bei der letzten Tekken Online Challenge von Europa in die Top 8 gekommen. Go Kira, das ist super. Offline ist aber auch dort nicht viel zu machen. Glücklicherweise für die Tekken-Spieler hat das letzte Update auch ein paar Änderungen gebracht, was eben der verflixte Netcode anbelangt, der das Ganze scheinbar ein bisschen besser gemacht hat. Über das konnte ich mit dem Tekken-Spieler Tetsu von der Schweizer Organisation South of Seraph reden. Man hatte zum Teil, man wohnt eine Stunde entfernt, so 50 Kilometer, und es hat geleckt wie Sau. Und ich weiß nicht, wie es denn da in anderen Fighting-Games ist, aber in Tekken war das schon ein großes Problem. Allerdings ist jetzt seit, heute ist Mittwoch, vorgestern, ein Riesen-Update rausgekommen in Tekken, Season 4 Update, die vierte Season, mit einem Improved Netcode. Und das ist so gut geworden, dass man zum Teil mit der Verbindung, die man früher Deutschland zu Deutschland hat, inzwischen mit Amerika spielen kann. Also schon ganz andere Kontinente. Das ist jetzt ziemlich neu, jeder ist überrascht, und man muss schon sagen, das funktioniert echt gut. Wenn man jetzt innerhalb Europa Matches findet, fast immer perfekte Connection, 5 Bar, es ist so, es ist fast wie offline, sagen viele, noch nicht ganz, aber man kann auch nicht mehr erwarten. Das ist das, was man sich seit dem Anfang vom Game gewünscht hat. Ich meine, man kann jetzt sogar, falls man Freunde in einem anderen Kontinent hat, aus Spaß mit denen spielen. Sehr wichtig auch während Corona das alles. Außerdem denke ich jetzt, dass es zu mehr Online-Turnieren kommen wird. Ich habe auch schon gesehen, es gab früher Online-Turniere, die landintern waren, region-locked, also zum Beispiel nur für UK. Und die haben jetzt ihre Anmeldung auf ganz Europa ausgeweitet, weil man jetzt wirklich die Möglichkeit hat, das zu machen. Und ich glaube, in Zukunft wird es auch dazu kommen, dass man in Tekken viel mehr Online-Turniere macht, die auch ernst genommen werden können, sage ich mal. Vorher haben wirklich professionelle Spieler in Europa sich nicht mal angemeldet für die Online-Turniere, weil sie sich das nicht einfach aus Erfahrung nicht geben wollten. Wenn man diese ganze Offline-Erfahrung hat und an einem Offline-Turnier etwas nicht funktioniert, was eigentlich gehen sollte, dann ist man ja auch demotiviert. Aber das kann jetzt zum Glück besser werden alles. In Holland für den 19. Dezember sogar ein Offline-Turnier geplant. Wer weiß, wie sich das, ob das stattfinden wird, aber die Anmeldung und das alles mit den Corona-Regeln wird auf jeden Fall, wenn das eingehalten wird, denke ich mal, dass es stattfinden wird. Und dann sind die Leute auch motiviert, eher dahin zu kommen und über online sozusagen zu trainieren. Wir kämpfen momentan alle gegen den dummen Virus. Und ich weiß, man kann nicht viel machen, es ist zäh und auch langweilig und repetitiv. Aber wenn wir uns daran halten und das schaffen, dann wird auch einer von den Grundpfeilern der Fighting Game Community in der Schweiz und auf der Welt, aber vor allem in der Schweiz, wiederbelebt. Und das sind die ganzen Offline-Events. Und wenn wir uns offline wieder treffen können, dann werden wir auch endlich wieder so geile, legendäre Momente von der Fighting Game Community kriegen, wie einer von meinen absoluten Lieblingsclips aus dem Gaming. Der war einfach in einem Online-Modus nicht möglich gewesen, weil der Einspieler, der blockt jegliche Punches oder Kicks vom Gegenspieler. Und mit Input-Lag oder Spikes oder alles, was beim Online dazugehört, wäre das nicht möglich gewesen. Das geht nur offline.